Hallöchen, es geht weiter mit Trap King. Hallöchen, Pat. Hallöchen, es geht weiter mit Trap King. Hallöchen, Beats. Hallöchen. Ich würde sagen, wir starten einfach, oder? Ja, doch, machen wir. Okay, Mauer wird platziert, Leute. Wir muten uns beide und dann bauen wir uns schnell mal innerhalb der Zeit oder ein paar Minuten drüber, wie es sonst auch immer ist. Coole Fallen. Bis gleich. Dann will ich mal keine Zeit verlieren. Ich habe ein paar Sachen geplant, logisch. Das war jetzt ein bisschen Aufwand, aber es hat sich, glaube ich, gelohnt. Und zwar habe ich ihm jetzt einen Weg gebaut. Für ihn wird das Ganze, Moment, genau, so aussehen. Also einfach nur leer. Und er kann jetzt aber durch diese Barrierblöcke, weil hier überall außen Barrierblöcke sind, nirgendwo hingehen. Das ist einfach nur ein Weg, der gar nichts macht. Das soll einfach nur Zeit schinden. Und so einen Weg zu bauen dauert tatsächlich länger, als man denkt, ne? Weil hier überall natürlich an jeden Seiten Barrierblöcke benutzt werden. Genau wie Pat jetzt Barrierblöcke benutzt, wie ich gerade sehe im Chat. Ah, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, Leute, was ihr nicht bemerkt... Okay, doch, vielleicht habt ihr es bemerkt. Aber was er hoffentlich nicht bemerken wird, ist, dass der Boden aus Trockenbeton besteht. Aus schwarzem Trockenbeton. Das hat mir ein Zuschauer in die Kommentare geschrieben. Deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden. Ihr könnt mir natürlich auch gerne immer fleißig weitere Fallenideen in die Kommentare schreiben. Naja, nichtsdestotrotz, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Trockenbeton genau wie Sand einfach nur runterfliegt. Vielleicht erwartet er das ja nicht und läuft einfach sturstracks drauf zu. Ja, wir werden es sehen, aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich direkt drauf kommen würde, dass sich diese Blöcke verhalten wie Sand. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt er dann hier durch und das sieht, gut. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein Hase. Vielleicht sogar schon. Ein bisschen sieht aus wie ein Hase. Wenn er dann durch diese Tür spaziert, das wird gleich noch ganz anders aussehen. Ich habe es jetzt nochmal offen gelassen. Es bleibt auch nicht mehr so viel Zeit. Ich werde eh mehr brauchen. Wie immer. So, auf jeden Fall müsst ihr dann vorstellen, er geht hier in so einen Raum rein. Und da habe ich hier eine Falle gebaut, die allerdings ein bisschen anders ist als sonst. Und zwar, wenn er hier diese Kiste öffnet, passiert noch gar nichts. Er wird es denken. Hä, wieso? In der Redstone-Truhe wird er ja sehen. Aber öffnet sich nichts. Okay, so, das wird er denken. Es passiert nämlich erst was, wenn er das, was da drin ist, rausnimmt. Und ja, dann wird das Ding aufgehen und er wird runterfliegen in Lava. Ist eine gute Idee, ne? Ja, ist eine wundervolle Idee. Es muss auf jeden Fall was sein, wo er denkt, das wird er gebrauchen. Und zwar eine Diamantspitzhacke. Die packe ich jetzt einfach hier rein, wie gesagt. Und wenn er die rausnimmt, zack, fliegt er rein. Das ist, glaube ich, eine wundervolle Idee. Jetzt muss ich das Ganze nur noch ein bisschen zubauen und verpacken. Perfekt, Leute. Ich habe jetzt so Banner hier hingesetzt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, wenn diese Banner hier sind, sieht er nicht mal, dass da irgendein Komparator oder irgendwas dahinter ist. Ja, so ein bisschen, Moment, da muss ich noch ein bisschen zubauen. Aber ich glaube, jetzt ist es absolut safe. Er läuft hier rein und kann nichts sehen. Ja, doch ein bisschen. Aber das geht nicht anders, Leute. Das geht leider nicht anders. So, wie gesagt, wenn ich das jetzt hier raushole, zack, geht das Ding auf und er fliegt hier unten rein. Wundervoll, ne? Wundervoll. Tatsächlich eine sehr gute Falle. Ich glaube, mit so, ja, Beobachtern oder solchen Sachen kann man echt noch gute Fallen machen. Soll ich das hier so lassen und ihm noch hier eine Falle reinbauen? Ich glaube, das ist eine gute Idee, oder? Ich glaube, hier noch so eine klassische Falle. Kommt generell immer gut, Leute. So, weiter geht's. Und zwar dann hier, ich werde das Ganze voll mit Gemälden setzen, Leute. Also kommen hier quasi überall welche hin. Hier kommt auch noch was hin, Leute, gleich. Das ist keine Frage. Also, jetzt ist die ganze Wand hier voll. Bis, hoppala, hier hin. So, und hier muss er auch irgendwo reinkommen, ne? Logisch. So, hier kommt er rein und dann wird das Ganze so aussehen. Wie gesagt, hier kommt noch was hin. Was wir ansonsten noch haben, ist hier eine Falle. Zack, er wird hier durchlaufen und sofort runterfliegen. Und damit, ja, logischerweise dann nicht so, ne, erfolgreich abschließen, das Ganze. Er hat allerdings eine Möglichkeit, hier zumindest, so zack, das aufzusetzen und dann hier durchzugehen. Hier sind Barrierblöcke, so ein bisschen, ne, versteckt. Und wenn er dann hier runterfliegt, steht hier Sieg. Aber das muss er erstmal finden, Leute, ne? Das muss er erstmal finden. Also, wie gesagt, er muss hier drüber jumpen. Das ist nicht ganz so einfach. Und hier ist dann gar nichts. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, um hier so einen Sieg zu verstecken. Also, hier hinter ist dann die Falle, die ich euch... Oh, jetzt bin ich in meine eigene Falle getappt. Die ich euch gerade schon erklärt habe. Und hier hinter diesem Gemälde findet er einen Raum mit nur Knöpfen. Und hier hinten einem Geheimgang, wo nö draufsteht. Also, weiß er, hier ist er schon mal falsch. Genau, und dann setze ich hier noch, um F5 zu verhindern, Barrierblöcke drüber. Und damit wären wir sogar für heute fertig, Leute. Wie gesagt, da ist das Ziel. Ich finde das Ganze ganz cool. Bin mal gespannt, wie der Pat sich schlägt. Und ja, wir können damit zur anderen Seite. Pat, darf ich deine heiligen Hallen betreten? Bist du ready? Na klar. Ja, dann bin ich mal gespannt, was mich heute erwartet. Ich glaube, ich habe was ganz Cooles für dich. Ich hoffe, du... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Pat, ich weiß nicht... du weißt aber schon, das ist...
Ja gut, das ist eigentlich das einzige Format, wo wir sowas machen dürfen, wo es wirklich darum geht, den anderen zu strapazieren. Darf ich loslegen? Nur in dem, ansonsten keiner stimmt, ja, kannst loslegen. Was erwartet mich hier? Spaß. Oh Gott, ich sneak mal, Leute, weil sonst kriege ich Schaden. Oh Gott, das Ganze sieht sehr heiß aus. Hm? Ah, okay, hier sind überall Barrier Black, okay, das bringt mir schon mal nichts. Dann gehe ich mal durch die mittlere Tür. Aha. Lol, wären hier auch Barrier? Okay, hier wären auch Barrierblöcke gewesen. Lol. Guck mal. Das war der richtige Weg, den bitte. Ja? Mhm. Nice. So, dann. Ba-ba-ba-ba. Die zweite. Das ging ja schnell. Ach Gottchen. Also, ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet. Hä, ist hier denn irgendwo an der Stelle? Ach doch, hier kann ich rüber. Hier und dann hier und dann hier und dann hier. Okay. Oh nein. Ich war mir so sicher. Lol. Ja. Ah! Lol, was? Ja, ich weiß es ja nicht, Lol. Ich dachte, das wäre safe. Okay, also, okay, hier, dann hier. Und dann hier geradeaus, du. Ja, nein, da war noch eine Rechtskurve. Ja, ich will es aber so ein bisschen spaßig machen. Ich kann ja auch sneaken und F5 und so, aber. Das würde dir sogar gar nichts bringen, aber okay. Ja, doch, ein bisschen sehe ich hier drunter. Dann mach, du benutzt es ruhig. So, okay. Dann kann ich. Ich hab doch gesagt, es bringt dir nichts. Oh Gott. Wie komme ich denn dann darüber? Tja. Komm, ich baue mal die Wege hier ab, damit ich so langsam so einen Weg drauf habe. So, jetzt kann ich nirgendwo hier irgendwie. Doch. Nice. Okay, das sieht aus wie ein Labyrinth. Sind wir denn hier in Levy Run oder was? Nice, ich habe eine Dia-Spitzhacke gefunden. Ach lol, da solltest du sterben, das habe ich irgendwie vergessen. Lol, du hast den Boden nicht abgebaut. Aber es hätte geklappt, oh Mann. Es hätte hundertprozentig geklappt. Oh Mann, du hast vergessen, den Boden abzubauen. Hä? Was? Lol. Ja, egal. Hä, die Falle war echt gut gemacht. Mit den Barrier-Blöcken und so. Mann, da hast du dir selber einen Streich gespielt. Guck mal, hier siehst du, das war zu. Dann hatte ich eigentlich im Kopf, du siehst, das ist zu. Siehst die Chest. Ach, das war zu? Genau, und das ist erst aufgegangen, als du die Spitzhacke rausgenommen hast. Ah. Ah, okay, jetzt ist. Okay, verstehe. Lol, Pet, das ist ja echt. Oh. Es ist schade, weil. Also. Hä? Ey, es ist zu, weil ich das da reingetan habe. Ah, okay, jetzt ist es wieder offen. Ah, okay, verstehe. So, es ist tatsächlich. Es wäre richtig gut gewesen, Ende. Nice, ich hab's geschafft. Oder? Hier ist ja. Raus. Ne, ich hab's geschafft. Nee. Nice. Es wäre tatsächlich mega gewesen, Pat. Ey, wie konnte ich das vergessen? Aber egal. Oh Gott, das ist ja der größte Fail, den wir aber je hatten. Aber du wärst ja trotzdem gestorben. Ja, aber bin ich nicht, Pat, bin ich nicht. Bist du nicht? Ich bin nicht gestorben, nee. Oh. Jetzt schon. Nice, es ist wirklich schade, weil ich hätte das gerne erlebt. Ich wäre gern gestorben. Ich wäre gern gestorben, aber leider wollte es nicht so. Okay, und du darfst loslegen. Dann lege ich mal los. Wuhu! Du wirst alt. Was geht bei dir so? Nichts, und bei dir so? Nix, und bei dir so? Nichts, und bei dir so? Ja! Oh. Juhu! Ja, Mann! Oh Gott, ey, ich war mir so unsicher, ob das klappt. Wusstest du, was für Blöcke das da unten auf dem Boden sind? Ja, also ich sag mal so, ich hab schon geahnt, weil das sehr auffällig war. Okay. Aber ich hab gar nicht gecheckt, was da ausgelöst wurde. Das habe ich nicht gecheckt. Ach so, ja, das war einfach nur TNT und darüber die Dinger. Der ist funktioniert Gravel? Wie Gras. Oder? Ja, es funktioniert wie Gras. Wie Sand oder wie Gravel. Diese Beton, Trockenbetonblöcke. Gut, dann darfst du jetzt weitergehen. Jetzt ist der heilige Knopf dort platziert. Alles klar, weiter geht's. Kann mir gut vorstellen. Ja. Das ist meine Prediction, dass hier Ventilatoren verbaut sind. Aber wir gucken mal. Nein? Okay, das hätte ich nicht erwartet. Und hier ist bestimmt was, oder? LOL! LOL, als ob! Wie? Als ob! Hey, warum ist nichts passiert? Du bist wahrscheinlich gesprungen in dem Moment. Nein, ich bin nicht gesprungen. Okay, dann warst du einfach zu flink. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Das habe ich ja noch nie erlebt, guck mal. Krass, Mann, das hätte ich echt nicht gedacht. Wann? Hier. Schade, Mann. Hä? Ich bin doch gerade nur drüber gesprintet, verstehe ich nicht. Bin ich gesprungen? Ja, vielleicht lag das daran, dass da noch diese Fake-Grasblöcke drin waren. Krass. Heftig, weil ich weiß aber auch nicht warum. Das ist eine Redstone-Chest, das sehe ich, aber egal, ich lasse mich hier drauf ein.
Das war ein bisschen viel zu auffällig. Besonders, ja, wofür soll diese Spitzhacke sein? Du konntest nicht zurück. Ich bin im Game Mode 2, wofür soll ich die Spitzhacke nehmen? Gucken wir mal weiter, ob wir hier noch irgendwas finden. Aha, okay. Ja, was finden wir denn? Wir finden Knöpfe, aber es bringt kein Knopf irgendwas. Doch, warte mal, das könnte auch ein Troll sein. Ah, lol, kann das sein, dass da was zu ist durch die Knöpfe? Ja, du hast was zugemacht. Kannst du es von innen außen wieder aufmachen? Nee. Was hast du gesehen? Ja. Nö. Nice. Da hattest du mich fast immer. Ich bin mal gespannt, ob du das Ziel trotzdem noch finden wirst. Lol. Aber ich dachte vielleicht hier. Ja, hätte sein können, aber nein. Noch ist nicht alles observiert worden. Ja! Nice! Die hat auch geklappt, Leute. Die hat auch geklappt. Oh, geil. Mann, ärgerlich. Aber hier ist noch was man... Oder soll man da gar nicht hinkommen? Ich weiß ehrlich, ich habe mit dem Mapperbauer nicht gesprochen. Ja, mit dem brauchst du auch nicht sprechen. Der soll ganz, ganz bescheuert drauf sein, habe ich gehört. Der soll ganz, also ein ganz komischer. Was machst du da? Mann, was mache ich da? Man könnte mich als bescheuert abstempeln. Ach Mensch, ich glaube, das Wort bescheuert ist da noch untertrieben. Ach, kein Bock mehr. Es ist doch ein Block über dir, das geht gar nicht. Also wenn natürlich du, geht das. Nein, guck da mal genauer hin. Hey, natürlich geht das. Nein. Doch, das es ist doch ein gehen. Block über die, wie willst du denn da abspringen? Gehen. Natürlich. Es geht, Pat, so wie du es machst, geht es nicht. Es ist ein Block über dir. Ach, stimmt. Das ist wieder so ein random Block. Nein, das hat wirklich nichts zu bedeuten. Das habe ich nur da hin platziert, ja, weil ich gerade das in der Hand hatte. Wirklich, no joke. Aber sonst würde es was bedeuten. Also tatsächlich hat meine Taktik sehr gut geklappt. Es hat was mit dem, da wo du gerade warst. Hiermit hat es was auf sich. Oh. Ja, aha. Aha. Interessant. Laufe ich mal hier ganz entspannt durch, würde ich mal sagen, ne? Ja. Ich bin einfach rübergesprungen. Nee, ist ja nicht schlimm. Sieg! Nice, das war's. Okay, krass, hätte ich nicht gedacht, also dass du da Tipps brauchst, aber am Anfang hast du ja geglaubt, dass da was hinter ist und da habe ich gesagt, ja, frag den Mapperbauer da. Aber du hast es ja geschafft am Ende des Tages und ich fand's ganz cool. Weitere Fallenideen natürlich in die Kommentare. Liken, abonnieren nicht vergessen. Ciao, ciao, euer Beats.